Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es darum, tu alles, auf was du Lust hast. Und damit spreche ich die Scanner-Persönlichkeiten an, so wie ich eine bin. Ich habe dazu im letzten Jahr auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das YouTube-Video zu der Podcast-Folge verlinke ich euch auch nochmal. Da gehe ich noch viel, viel intensiver auf das Thema ein. Heute möchte ich es wieder kurz und knackig halten, wenn möglich. Erstmal, was ist ein Scanner? Ein Scanner ist ein Mensch, der unglaublich viele Interessen hat, unglaublich viel anfängt, unglaublich viel machen möchte, sich für unglaublich viele Dinge interessiert. Oftmals kommt es dann natürlich vor, dass man nur anfängt und es dann nicht durchzieht, dass man sich irgendwie alle Materialien für ein DIY-Projekt zum Beispiel kauft, vielleicht anfängt und dann nie zum Ende kommt. Also das macht zum Beispiel unter anderem Scanner-Persönlichkeiten aus. Ja, und was bedeutet das im Alltag? Dass man immer wieder, oh, das möchtest du machen und das und das und das. Und wir haben 1000 Bücher im Regal stehen, die wir lesen möchten. Und wie gesagt, 1000 angefangene DIY-Projekte zum Beispiel. Oder möchten sie Sprachen lernen und haben da schon alle Bücher und so da und haben vielleicht auch mal ein bisschen angefangen, aber es dann nie durchgezogen. Und das macht uns oftmals Stress. Weil wir wollen dies und das und jenes alles machen und eigentlich haben wir keine Zeit dafür. Und eine Übung, die mir da sehr geholfen hat, war, ich habe mir so einen Jahreskalender genommen und habe mir für jeden Monat eine Sache aufgeschrieben, die ich dann machen möchte. Ein DIY-Projekt, wenn es bei euch eine Sprache lernen ist oder wenn ihr stricken wollt oder was auch immer. Alles, was ihr mal jemals ausprobieren wolltet. Und dann sieht man, wenn man das so auf ein Jahr verteilt, ach, so schlimm ist es gar nicht. Also das muss euch da nicht stressen, weil ihr müsst es ja nicht sofort machen. Schreibt es auf und wenn dann Zeit dafür ist, dann macht ihr es. Also das hat mir zum Beispiel so diesen Stress daraus genommen. Was mir auch den Stress genommen hat, ist, ich muss es nicht beenden. Wer sagt das denn? Das ist so unser innerer Anspruch, dass wenn wir mal was angefangen haben, dass wir es auch durchziehen müssen. Sagt wer? Ja, also wenn ihr angefangen habt, ihr habt gemerkt, es ist nichts für euch, ihr habt keinen Spaß daran, was auch immer es war, was euch hat aufhören lassen, ja, dann ist auch gut. Also da muss man sich dann auch nicht den Stress machen, aber sich auch nicht verbieten, immer mal wieder was Neues ausprobieren. Halt dann sozusagen, ach, wenn ich das jetzt anfange, ich beende es sowieso nicht. Ja, na und, es ist doch nicht schlimm, aber du hast wieder neue Erfahrungen gesammelt. Und sich selbst da einfach nicht beschränken. Nicht beschränken von wegen, ich ziehe das nicht durch oder ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld. Einfach diesen Jahresplan oder einfach eine Liste, dies und das möchte ich mal machen. Einfach, dass man sich selbst das Okay gibt, das Ja gibt. Ja, okay, wir können das machen. Wenn Zeit, Geld, alles Mögliche dann auf Go steht, dann können wir das einfach auch tun. Und sich, wie gesagt, nicht schämen, wenn man es nicht durchzieht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wer urteilt darüber? Nur du selbst. Und warum solltest du dich dafür dann fertig machen? Einfach Neues wagen, sich weiterentwickeln, ausprobieren. Das ist sowas Tolles. Scanner-Persönlichkeiten sind so toll, also das sind so interessante Menschen auch. Und wenn euch, wie gesagt, jetzt nochmal ein bisschen näher interessiert, was eine Scanner-Persönlichkeit ist, ob ihr eine Scanner-Persönlichkeit seid und wie man damit positiv im Alltag umgehen könnt, dann hört euch gerne da das Video nochmal an, das verlinke ich euch nochmal. Aber meine Message heute, tu alles, auf was du verdammt nochmal Lust hast. Tu alles, sobald du da niemanden verletzt und es dir selbst gut geht und es den Menschen in deinem Umfeld gut geht, dann tu alles, auf was du Bock hast. Das ist meine Message heute. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.